Wer hätte sich vorstellen können vor 2,5 Jahren, dass sie symptomlos krank sind? Für mich hieß das immer gesund. Es handelt sich tatsächlich eben nicht um Impfstoffe, weil es genbasierte Injektionen sind und genbasierte Injektionen sind per Definition keine Impfstoffe. Solche GTMPs, das sind nämlich genau diese Substanzen, die injiziert werden, sind rekombinierte Gene. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie sich die Substanz im Körper verteilt. Aber ich möchte darauf eingehen, was denn ganz im Besonderen diese mRNA-Gentherapie mit unserem Immunsystem macht. Also die Menschen, die diese mRNA-Technologie nun auf den Markt werfen, hätten das wissen müssen. Hätten wissen müssen oder haben gewusst und drauf geschissen. Dann ist die Hauptaufgabe dieser Substanz verfehlt. Wie kommen wir aus dieser Geschichte raus, die uns eingebrockt worden ist, von einer kleinen Clique von Menschen, die gottähnlich sein wollen. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. So, Freunde, auf jeden Fall heißt das Video, wer kennt den Professor Dr. Stefan Höckerts? Ich werde den mal kurz googeln, fürs allgemeine Verständnis. Ein deutscher Wissenschaftler und Unternehmer. In den Jahren 2003 und 2004 war er Direktor des Institutes für experimentelle und klinische Toxikologie. Aha. Also ein Mann vom Fach. Auf jeden Fall heißt das Video Professor Dr. Stefan Höckerts, die wahren Hintergründe der Gentherapie. 2022, 11/22, transitiontv.ch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Aus 35, lieber Max, wurden 740. Das nenne ich jetzt exponentielles Wachstum. Covid-19-Impfstoff. Es handelt sich nicht um klassische Impfstoffe, sondern um genbasierte Injektionen zur Manipulation von Körperzellen. Oh shit, man. Twitch, bleib cool. Ein paar Worte zu meiner Person für die vielen, die mich vielleicht noch gar nicht kennen. Stefan Höckerts ist mein Name. Nicht Höckerts, Höckerts. Oh, sorry. Mr. Höckerts, tut mir leid. Habe ich verwechselt. Eigentlich von Haus aus Immunologe, habe Biologie studiert. Bin dann in die Toxikologie, in die Pharmakologie gegangen, habe dann im Bereich der Medizin habilitiert, also bin Professor für Immuntoxikologie. Ich bin dann in die Schweiz gekommen vor einem... Also müsste jemand sein, der sich relativ gut auskennt. Ja, nachdem ich in Deutschland ab März 2020 ganz, ganz viele Fragen gestellt habe. Hauptsächlich, weil mich das Schicksal der Kinder beunruhigt hat, weil die Kinder ganz ursprünglich, ganz offensichtlich als die Verursacher, die Träger dieser Pandemie eine Rolle spielen sollten. Es war mir von Anfang an klar, oder ich habe mich gefragt, eigentlich auf diese Idee, dass Kinder die Pandemie nach vorne treiben sollen. Sie werden kaum... Plandemie nennt man sie auch gerne. Sie stecken das gut weg, aber sie wurden am meisten bestraft. Weil eben Kinder und Jugendliche immer in meinem Fokus standen. Und das auch der Grund ist, weshalb ich auch heute hier vor Ihnen stehe. Denn wenn ich im März 2020 mich nicht geäußert hätte, ich hätte... Ja, kein Wort darüber verloren. Und deshalb möchte ich ganz kurz Werbung machen für die Kinderschutzinitiative Bern. Die Veronika ist auch hier, die sich... Kinderschutz immer gut. Herz in den Chat, Freunde. ...gerne bereit erklärt, darüber noch mehr zu sagen später mal. Kinderschutzinitiative deshalb, weil es wichtig ist, dass wir unsere Kinder, meine Damen und Herren, schützen. Wovor sollen wir unsere Kinder schützen? Wir sollen sie davor schützen, meine Damen und Herren, dass sie eine falsche Sprache lernen. Und ich sage in meinen Vorträgen, die sind eigentlich immer kleiner, ne? So 70, 80 Leute. Und dann gehe ich auch in Diskussionen, habe ich auch nie eine Präsentation dabei, sondern ich diskutiere mit ihnen direkt. Das war mir jetzt ein bisschen zu wenig Herzen. Ich küsse doch euer Herz, Kinderschutz. Kein Herz für den Kinderschutz? Wer von euch hat ein Herz für den Kinderschutz übrig? Was sollen die Kinder lernen? Sie sollen lernen, dass es eine neue und eine alte Sprache gibt. Wer hätte sich vorstellen können vor 2,5 Jahren, dass sie symptomlos krank sind? Für mich hieß das immer gesund. Wer konnte sich vorstellen, dass ich sie problemlos 3 Monate ins Gefängnis schicken kann? Ja gut, sie sind vielleicht in Zürich mal zu schnell gefahren, das kann passieren, aber doch nicht gleich 3 Monate Gefängnis. Aber 3 Monate Lockdown? Kein Problem, Lockdown, ja wunderbar, machen wir. Lockdown heißt übersetzt Gefängnis. So gibt es viele sprachliche Entgleisungen in den letzten 2,5 Jahren. Einer dieser Begriffe, und darauf möchte ich jetzt beginnen, ich möchte heute den Vortrag sozusagen in 2 Teile teilen. Ich möchte auf der einen Seite ein wenig das, was uns Daniel wunderbar beschrieben hat, aus seinen Fällen etwas wissenschaftlich überbauen.
Ja, das ist anstrengend, aber ich glaube, es ist erst 10 Uhr. Kriegen wir gemeinsam hin. Wissenschaftlich überbauen. Stark. Das eine. Und das andere ist, ja, ich gebe Ihnen ein Versprechen. Das ist immer schwierig, aber ich bin ja kein Politiker zum Glück, also ich darf Versprechungen geben. Ja. Ja. Die guten Politiker, die ihre Versprechen immer so gut einhalten, wa? Ich gebe Ihnen das Versprechen, dass Sie heute Abend mit einer, einer freut sich schon, dass Sie heute Abend mit einer Lösung nach Hause gehen, mit einer Lösung ganz für sich, wie wir aus dieser gesellschaftspolitischen Krise, das ist keine Gesundheitskrise, wie wir aus der gesellschaftspolitischen Krise jeder für sich rauskommen kann. Sie dürfen mich beim Wort nehmen, dass ich dieses Versprechen einhalte, aber zuvor müssen Sie mir ein wenig in die Wissenschaft folgen. Da bin ich jetzt gespannt. Es handelt Zuhören, meine lieben Freunde, ja? Ich Professor Dr. Stefan Hockertz, vom Fach der Mann. Es geht eben nicht um Impfstoffe. Warum nicht? Weil es genbasierte Injektionen sind und genbasierte Injektionen sind per... Warum nicht? Es handelt sich tatsächlich eben nicht um Impfstoffe. Warum nicht? Weil es genbasierte Injektionen sind und genbasierte Injektionen sind per Definition, das sagt auch die Spasmatic, also da stehe ich nicht ganz so alleine, keine Impfstoffe. Diese Substanzen, mit denen wir heute umgehen, die gemeinhin Impfstoff genannt werden, eben auch ein neues Wort in dieser Szene, sind sogenannte Gene Therapy Medicinal Products. Das ist ein Begriff aus der regulatorischen Seite der Zulassung und Sie werden feststellen, wenn Sie sich etwas damit beschäftigen, dass Impfstoffe viel einfacher zugelassen werden können als eben solche GTMPs. Solche GTMPs, das sind nämlich genau diese Substanzen, die injiziert werden, sind rekombinierte Gene, die in den Körper eingebracht werden, zum Beispiel eben mRNA. Jetzt sind wir alle kein Volk von Molekularbiologen, wobei ich manchmal das Gefühl hatte, gebe ich offen zu, dass da ein... Auf einmal waren sie alle Biologen, wa? Eine wundersame Veränderung. Auf beiden Seiten, muss ich dazu sagen, ja? Auf beiden Seiten. Stattgefunden hat, aber mRNA ist Messenger, das ist Boten-RNA. Das hat also nichts mit Marketing zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass sie modifiziert worden wäre, sondern ist es tatsächlich eine Boten-mRNA, da komme ich später nochmal drauf zurück, die in unserem Körper völlig normal ist. Während Sie mir hier sitzen, während Sie mir zuhören, läuft das alles in Ihrem Organismus ab. Nebenbei kriegen wir nichts von mit. Diese Wirkstoffe enthalten oder bestehen... Ich kann mich aber an einen Biologen erinnern, der schon davor gewarnt hat, in einem Video, wo der im Wald saß, glaube ich, oder so, und gesagt hat, dass das kein normaler Impfstoff ist, sondern dass es ein Impfstoff ist, der auch teilweise irgendwas mit den Genen macht, ja, und so. Da kann ich mich nur dunkel dran erinnern. Ich weiß auch seinen Namen nicht mehr. Nukleinsäure. Aber war natürlich auch ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechter, ein Querdenker, ein Dummkopf, ja. Scheiß auf das Studium, der war dumm. Träger genetischer Information, die kodieren für ein Protein und dadurch, dass sie nur dafür kodieren, dass sie quasi nur den Informationsstrang darstellen, aber nicht das Protein selbst, sind sie tatsächlich ein GTMP und keine Impfung. Warum mache ich das so ausführlich? Ich bekomme häufig Fragen in den kleineren Runden, die ich auch hoffe, dass wir sie mal im Simmental, in Thun oder in Tierachern noch einmal wieder durchführen. Da hatten wir ja mal schon eine tolle Veranstaltung. Dass wir dort über solche Themen sprechen können wie Shedding. Shedding zum Beispiel, die Übertragung, also von einem Protein, was fremd gebildet wird, von einem Menschen auf den anderen Menschen, ist eine zu prüfende Untersuchung bei GTMPs, nicht bei Impfstoffen. Man hat da schon einen sehr... Das habe ich jetzt auch letztens gesehen. Da habe ich doch mal letztens, da haben wir doch irgendwie im Chat drüber geredet, ne? Und dann hat doch einer im Chat geschrieben, dass man auch über, dass man diese Spike-Proteine anscheinend auch über zum Beispiel sexuellen Kontakt übertragen, hat einer geschrieben. Und dann habe ich mir ein Video, dann hat einer auch, glaube ich, ein Video in den Discord reingeschickt darüber. Können wir auch nochmal uns reinziehen über Spike-Protein und Übertragung von Spike-Protein. Schlauen Weg gewählt, wie man schnell, wie man zügig etwas an die Menschen bringen kann, indem man einfach einen Etikettenschwindel betreibt. Und das ist es auch. Was geschieht durch genbasierte Impfstoffe? Und wenn ich dieses Wort benutze, dann immer in Anführungsstrichen bitte zu setzen. Ganz wichtig, die Körperzellen, in die diese Impfstoffe hineingelangen, in die diese
mRNA aufgenommen wird. Und das ist aus unserer Erfahrung, wenn ich sage unsere Erfahrung, dann sind es Wissenschaftler, die sich statt Swissmedic, die sich statt der Hersteller, die sich anstatt derer, die damit Geld verdienen oder die sich damit politisch groß tun, sich Gedanken darüber machen, was denn mit diesen Substanzen in unserem Körper passiert. Das ist nicht unser Job. Ich sage immer, unser Job ist, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen und zu hoffen, dass wir von der Swissmedic, dass wir von der BRG, dass wir von BioNTech und Konsorten, sage ich mal, eine Antwort erhalten. Das bekommen wir aber nicht und deshalb arbeiten wir uns mit Arbeitshypothesen daran. Was passiert also? Wir werden durch die mRNA gezwungen, meine Damen und Herren, ein Spike-Protein herzustellen. In uns selbst, in unserer eigenen Produktionseinheit, die tagtäglich in der Nacht ohne Pause immer wieder läuft. Das heißt, ich habe das letztens mal diskutiert mit einem Patentanwalt, ganz spannend. Es ist uns verboten worden, und das ist auch richtig so, dass wir Dinge, die in unserem Körper passieren, wenn wir sie erkennen, dann dürfen wir sie nicht patentieren. Weil es gehört Ihnen und Ihnen und Ihnen. Alberto war das. Ah ja, okay. Hast du auch das Video in den Discord geschickt oder habe ich das zufällig entdeckt dann? Und mir. Es ist nicht patentierbar. Aber was ist jetzt passiert? Das erste Mal, seitdem wir denken können, wird eine Substanz in uns hineingespritzt, eine mRNA, die patentiert ist. Und diese Substanz entwickelt ein patentiertes Spike-Protein. Und damit sind Sie, meine Damen und Herren, falls Sie sich haben gentherapieren lassen, eine Produktionsstätte für ein patentiertes Produkt. Sie gehören sich nicht mehr selbst. Sie gehören dem Patentinhaber. Dieser kann von... Krass. Was? Und das ist zum ersten Mal passiert, ja? Also die anderen Impfstoffe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das sind keine mRNA-Impfstoffe, ne? Also wenn ich mich gegen Masern impfen lasse oder gegen andere Impfungen, die so normal sind. Ihnen Gebühren verlangen. Copyright, Digga. Für die Produktion. Dieser kann Ihnen aber auch verbieten, diese Produktion durchzuführen. Was das bedeuten würde, das bedeutet Ihren Tod, weil Sie ja Ihre Protein-Biosynthese-Maschine nicht mehr benutzen dürfen. Sie wird ja fremd benutzt. Ein paar wenige Worte zu dem, was Daniel ja auch schon angeschnitten hat, was wir alles nicht wissen. Und es gibt von Marco Riemer eine ganz, ganz wunderschöne Aussage. Und das sage ich so oft, wenn ich gefragt werde. Sagen Sie mal, Herr Professor Hockers, was macht denn dies, was macht denn jenes? Ich weiß es nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie sich die Substanz im Körper verteilt. Wir wissen nicht, wo es freigesetzt wird. Ja, in der Muskelzelle, aber sie verbleibt nicht dort, sondern sie verteilt sich im ganzen Körper. Aber wo genau? Wo findet die Aufnahme statt? Wie findet die Verteilung statt der Substanz? Wie der Umbau, wie die Exkretion? Wie lange wird ein Spike-Protein gebildet? Wie viel davon wird gebildet? All die Fragen sind völlig unbekannt. Und zwar nicht nur für die mRNA-Impfung, über die wir heute reden, sondern für die gesamte mRNA-Technologie. Ich habe mich seit über 15 Jahren oder vor 15 Jahren mit mRNA-Technologie beschäftigt. Nein, nicht zur Anwendung für gesunde Menschen, sondern für die Anwendung, und das hast du vorhin ja auch so gesagt, Daniel, es ist eine geniale Idee, aber sie hat das Problem, dass wir mit ihr nicht umgehen können. Wir haben uns damit beschäftigt, krebskranken Menschen damit zu therapieren, um zum Beispiel den Krebszellen beizubringen, durch diese genetische Information sich selbst umzubringen. Fachausdruck Apoptose. Wir haben die Arbeiten vor 15 bis 20 Jahren immer wieder eingestellt. Wir haben immer wieder aufgehört, daran zu arbeiten, weil wir genau das nicht machen konnten. Wir konnten auch die Pharmakodynamik, das Wirkprofil, die Dosis-Wirkungsbeziehung, sage ich gleich noch was dazu. Krass, Mann, sehr interessant auf jeden Fall. Wirkmechanismus und die Wechselwirkung mit anderen Molekülen in keinster Weise, in irgendeiner Weise klären. Und dazu fällt mir mal eine kleine Geschichte ein. Erlauben Sie mir, dass ich sie Ihnen erzähle. Es war ein Soldat, der auf mich zukam vor etwa 1,5 Jahren und er sagte, Mensch, Stefan, ich muss mich impfen lassen. Ein Soldat in Deutschland muss sich impfen lassen, er muss es erdulden. Ich möchte das aber nicht. Und dann sagte ich zu ihm, ja, was können wir denn da machen? Nee, sagte ich, geh da hin und sag, ich mach's nicht. Sagt er, bist du deine Existenz los?
Du bist deinen Job los, deine Kinder können nicht mehr in die Privatschule gehen, dein Haus kannst du mal gleich verkaufen. Deine Existenz ist... Und so ging es, glaube ich, sehr vielen Menschen, ne? Du kriegst nicht mal mehr eine Rente. Ja, sagt er, was soll ich denn machen? Das ist sicherlich eine Situation, die Sie alle kennen. Was haben wir getan? Wir haben am Abend zusammengesessen, am nächsten Morgen haben wir ein Schauspiel aufgeführt, beziehungsweise eher nach meinem Training. Was haben wir gemacht? Er ist ins Impfzentrum gegangen, hat gesagt, ja, selbstverständlich möchte ich mich impfen lassen. Selbstverständlich, wunderbar. Dann kam die Impfärztin auf ihn zu, junge Frau, sagte, ja, dann wollen wir mal eine Anamnese machen. Anamnese heißt Krankengeschichte erfahren. Es gab eine Frage bei der Anamnese, links oder rechts? Nun gut, sagt er, ich arbeite hauptsächlich mit rechts, also machen wir mal links. Und dann zog sie die Spritze auf und dann hatten wir eine Art entwickelt, wissen Sie, wie Columbo. Kennen Sie noch Columbo? Dieser Mann, der eigentlich nie richtige Fragen stellt, aber immer wenn er rausging, sagte, da fällt mir noch ein, ich habe da noch eine Frage. Und immer wenn sie, wenn das jetzt die Spritze ist, sie sozusagen nah an ihn herankam, sagte, ich habe da noch eine Frage. Ja, beim ersten Mal war sie noch ganz höflich und sagte, ja, dann bitte. Und das war zum Beispiel die Frage Dosis-Wirkungsbeziehung. Er sagte zum Beispiel, sagen Sie mal, ganz einfach, ne? Wie viel Mikrogramm oder Milligramm Spike-Protein pro Kilogramm Körpergewicht entsteht in mir eigentlich? Ja, die Impfung ist sicher, war die Antwort. Nee, das habe ich nicht gefragt. Ich möchte wissen, wie hoch die Dosis ist. Wissen Sie, wenn ich abends ein Glas Rotwein getrunken habe, am nächsten Morgen Kopfschmerzen, dann weiß ich auch, 200er, 400er, 600er, 800er Ibuprofen. Das ist die Dosis. Übrigens ein ganz bekannter Mitbürger, darf ich jetzt schon sagen, denn ich lebe ja jetzt hier in der Schweiz, geboren in Eck in der Nähe von Einsiedeln. Der hieß Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Paracels. Was ist das für ein Name? Theophrastus Bombastus, na Mann. Einfach. Bombastik in den Man. Merken. Gilt im 15. Jahrhundert als der sozusagen Erfinder der Toxikologie, also eines meiner Fächer, mit denen ich mich beschäftige. Und ein Kernsatz von Paracelsus war, all Ding ist Gift, die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Also es ist durchaus das Recht, nach der Dosis zu fragen. Sie konnte die Frage nicht beantworten. Ja gut, sagt er, okay, kann mal schief gehen. Dann kam sie mit der Spritze wieder näher. Er wieder, eine Frage habe ich noch. Schauen Sie mal, ich habe hier so ein Rezept mitgebracht, da steht drauf, ich habe so hohen Blutdruck, kann passieren, ich nehme so einen Beta-Blocker. Inwieweit gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem, was Sie mir jetzt als injizieren, beziehungsweise was da entsteht, und auf der anderen Seite meinen Arzneimitteln, die ich einnehme? Ja, die Frage war, die Antwort war wieder, die Impfung sei sicher. Nein, sage ich, das möchte ich nicht wissen jetzt, ich möchte genau die Frage beantwortet wissen. Sie wurde unruhig nach der dritten Frage, holte sie ihren Vorgesetzten. Der Vorgesetzte war eher, ja, Armeearzt, ne? Jede Krankheit lässt sich durch stramme Haltung kurieren. Jetzt nehmen Sie mal stramme Haltung an und dann bekommen Sie die Impfung. Wir haben hier 3000 Leute am Tag, sagen Sie, ich kann nicht jede Frage beantworten. Ja, sagte er, einverstanden. Wieder ganz nah an ihn heran, wieder noch eine weitere Frage, noch eine. Und irgendwann reicht es dann dem Stabsarzt. Und er hat ihn rausgeworfen. Mit der Begründung, Sie wollen sich ja gar nicht impfen lassen, sagt er, doch, natürlich möchte ich mich impfen lassen, hab dann nur ein paar Fragen gehabt. Gut, am nächsten Tag wurde er dann vorgeladen zu seinem Vorgesetzten in der Kaserne und sagt, sagen Sie mal, was war denn da gestern los? Er sagt ganz einfach, die wollten mich nicht impfen. Meine Damen und Herren, Sie lachen. Merken Sie, wie einfach wir diese Dinge, und deshalb werde ich Ihnen jetzt noch des Weiteren vorstellen, aushebeln können mit ganz einfachen Fragen, wie die Kinder. Als meine Mutter zu mir immer früh gesagt hat, du musst schön lernen, da habe ich gesagt, warum? Hatte sie immer irgendeine Begründung parat. Immer mit dem Warum, wieso, warum ist die Impfung sicher? Erklärt es mir doch mal. Und dann wird es schon ganz dünn. Und ich habe früher zu meinen Studenten immer gesagt, wenn sie so dünne Antworten gegeben haben. Das ist eigentlich voll krass. Normalerweise sollten die doch informiert sein, wenn die Leute Menschen impfen. So, dann müssen die auch eigentlich ein paar Fragen beantworten können. Es ist schon so, ist doch klar, dass dann manche Leute skeptisch sind und das nicht durchziehen. Zwar heiße Luft, wir erfahren im Moment nur kalt. Wie ich schon öfter gesagt habe, ich bin überzeugt davon, dass ganz viele Menschen sich einfach nur impfen lassen haben, weil sie halt am sozialen Leben teilnehmen wollen. Und auf alle Fragen einfach geschissen haben, die im Raum stehen. Luft. Zurück zum wissenschaftlichen Hintergrund. Die DNA, sehen Sie auf der rechten Seite, ist ein Doppelstrang und auf der linken Seite...
Trust the science, Agent, Agent. Denchi, fühle ich. Sehen Sie die RNA. Das ist das Buch unseres Lebens, meine Damen und Herren. Da ist all das kodiert, nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur für das, was Sie tagtäglich in Ihrem Leben erleben, sondern auch, was in der Zukunft passieren kann. Wir können da gerne nachher noch drüber sprechen, über dieses Zauberkunststück. Krass, guck mal, da ist RNA und da ist DNA. Das ist so eine halbe DNA quasi, wa? PCR und Injektion, was man genau dafür benutzen kann, dass man aus diesem Buch des Lebens, aus diesen Informationen herausgehend, vieles über Sie erfahren kann und auch nutzen kann. Die Besonderheit hier ist tatsächlich, dass hier statt eines Thymidin in der DNA ein Uracil benutzt wird. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das ist im Prinzip wie so ein Reißverschluss. Und das kennen Sie, wenn Sie den 30.000 Mal hoch und runter gezogen haben. So ein grundsätzlicher Informationsfilm hätte eigentlich mal im Fernsehen laufen müssen, zu der Zeit, wo man so viele Menschen hat, zu der Impfung zwingen wollen. Weißt du, wie ich meine? Dass man einfach mal grundsätzliche Informationen darüber raushaut. Dass es eine Impfung ist, die so eigentlich noch nicht gegeben hat, dass es jetzt RNA ist, dass es jetzt in die DNA eingreift, dass man Spike-Proteine dann bekommt. Danach einfach so grundsätzlich, dass du ein Verständnis dafür hast, was bedeutet das, wenn ich mich jetzt impfen lasse? Was bedeutet das auch für meinen Körper? Warum wurden solche Informationen zurückgehalten und einfach nur gesagt, nee, ist sicher, ist safe? Das ist so eine Sache, wo ich dann sage, man muss man auch ein bisschen anfangen nachzudenken, weißt du? Und wie viel Milliarden Euros und ja, wie viel Geld damit gemacht wurde auch von diesen Firmen, die diese Impfstoffe entwickelt haben. Das finde ich schade. Also, dass die Leute, die Menschen, die sich haben impfen lassen, nicht vorher richtig aufgeklärt wurden. Ein Zahn raus, dann muss der erneuert werden. Das ist bei uns nichts anderes. Auch da bricht immer mal wieder ein Zahn heraus. Und bekannterweise ist das für die RNA häufig das Uracil, was herausbricht. Was haben sich die Herrschaften also ausgedacht? Sie haben ein methyliertes Uracil eingefügt in diese künstliche mRNA, damit sie möglichst lange hält. Ich sage immer, sie wussten genau, was sie tun. Hier ist nichts dem Zufall überlassen worden, meine Damen und Herren. Ich habe gerade angesprochen, Thema Proteinbiosynthese, was bei Ihnen im ganzen Körper passiert. Es ist die Neubildung von Proteinen, es ist ein physiologischer Vorgang. Es ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang, wo aber jetzt hier in diesem Bereich, das ist die Ablesung aus DNA wird RNA und die RNA kommt in das Zytoplasma und hier wird Protein abgelesen. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, dass eben hier eine Spritze eingefügt wird und hier mRNA künstlich hinzugefügt wird. In diesem Bereich ist dann diese mRNA, sie wird sozusagen ein physiologischer Vorgang, wird genutzt, um sie zu einer Produktion zu zwingen, die sie gar nicht machen wollen, die ihr Körper vor allen Dingen nicht will und mit dem ihr Körper in keinster Weise zurechtkommt. Warum kommt er damit nicht zurecht? Wir sind schon ein Wunderwerk der Evolution oder, meine Damen und Herren, je mehr ich mich mit Biologie beschäftigt habe, und das mache ich seit über 30 Jahren, wir sind ein Wunderwerk der Schöpfung. Ich bin heute fest davon überzeugt, dass zwar Darwin das eine oder andere erklären konnte, aber bei vielem bleibt er auf der Strecke. Und da reicht einfach nicht die Zeit und da reicht auch nicht die Göttlichkeit, das alles mit Mutation, Selektion und Evolution zu begründen. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass gerade die Proteinbiosynthese Schöpfung sein muss. Stark. Schöpferin, man. All praise to the Most High. Herzen in den Chat, Freunde. Da bin ich fest von überzeugt mittlerweile. Untouchable, was geht ab, mein Jutster? Was passiert denn in unserem Organismus, wenn jetzt solche Proteine hergestellt werden? Wir haben eine wunderbare, und das wird jetzt jeden freuen, der von Ihnen in der Produktion tätig ist, wir haben eine wunderbare negative Rückkopplung. Ja, der geht deep rein, auf jeden Fall, Emma. Jedes Protein, jedes Enzym, jede Substanz, Serious Ken, how you feel, bro, wie geht's? In Ihrem Körper produziert wird, wird überwacht. Es wird genau geschaut, funktioniert die noch? Ist die noch in Ordnung? Fehlen da Teile? Ist da falsch abgearbeitet worden? Ist das falsch gefaltet worden im ganzen Schluss? Und falls das der Fall ist, gibt es eine Rückmeldung. Und die Rückmeldung heißt, hey. Krass, Digga, Achtung, diese Regelkreise funktionieren beim künstlichen induzierten Spike-Protein nicht. Fehler passiert. Scheiße. Neue mRNA, neu ablesen, neu produzieren.
damit eben das Enzym auch funktioniert. Damit, wenn Sie, wie Sie Ihren Rotwein getrunken haben, die Alkoholdehydrogenase, ADH, auch richtig funktioniert. Das muss in der Leber abgebaut werden. Wenn die nicht vollständig ist. Unser Körper ist faszinierend, ne? Ist, dann bleibt der Rotwein drin, haben Sie länger was von. Heißt aber auch, dass wenn die RNA nicht mehr funktioniert, nicht mehr produziert, wenn sie nicht mehr richtig abgelesen wird, dann wird sie sofort ausgetauscht. Meine Damen und Herren, für das Spike-Protein, was jetzt hier gebildet wird, haben wir diesen Regelkreis nicht. Wir haben keine negative Rückkopplung, ob das Ganze noch funktioniert, ob es noch das richtige Spike-Protein ist, ob es überhaupt hier schon richtig abgelesen wurde oder geschweige denn hier richtig gefaltet wurde, dreidimensional. Wir können es nicht haben, weil es ist ja nicht physiologisch. Es liegt ja nicht in uns vor, im Normalfall. Und so hat ein guter Freund von mir, weil man es von außen initiiert bekommen hat quasi, wa? Ist heute in Stanford und macht dort Proteinanalytik und hat mir gesagt, Stefan, bitte sprich nicht von dem Spike-Protein. Es sind Tausende, Millionen verschiedener Arten von Spike-Proteinen, die unser Immunsystem, die das nämlich erkennen können, ganz einzeln ständig wieder bearbeiten muss. Das ist nicht nur Überforderung, das ist der K.O. für jedes Immunsystem, wenn hier etwas so falsch läuft und ich keine negative Rückkopplung mehr habe. Wenn ich nicht feststellen kann, oh, hier ist falsch, die mRNA wird ausgeschieden, beziehungsweise wird nicht mehr gebraucht. Ich glaube, dass das eine Schwierigkeit ist. Ja, auch mir ist die erst viel später aufgefallen, erst durch das Gespräch mit anderen Wissenschaftlern. Ich habe Ihnen das Spike-Protein genannt. Spike-Protein ist alt. Wir kennen das alle. Es ist auch nicht Corona-spezifisch, meine Damen und Herren. Wir finden das auf Arena, wir finden das auf Retroviren, wir finden es wahrscheinlich sogar bei Influenza. Wir finden das auf ganz vielen verschiedenen Viren. Es ist nicht Corona-spezifisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb hat ja unser Organismus gegen das Spike-Protein, denn sonst würden wir hier nicht sitzen, ja? Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon Covid mal gehabt. Ganz leicht, ein leichter Schnupfen oder auch mal 4, 5 Tage daneben gelegen. Aber Sie haben es überlebt. Wäre denn das Spike-Protein, überhaupt das Coronavirus für uns so unbekannt gewesen, wir hätten es alle nicht überlebt. Wir hätten nicht eine 0,005-prozentige Sterberate gehabt, sondern wir hätten umgekehrt eine 99,5-prozentige Sterberate gehabt. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es ist ein sehr bekanntes Protein, was nach außen hin neben 60, 70 anderen, meine Damen und Herren, ja, das ist ein kleiner Ausschnitt, auf diesen Coronaviren entsprechend auch dargestellt wird. Was machen die Spike-Proteine, wenn sie jetzt so in großer Zahl, wenn ihr Körper gezwungen wird, sie in solcher großen Zahl zu produzieren? Spike-Proteine, auch das hat Daniel vorhin schon gesagt, sind toxisch. Ja, sie sind neurotoxisch. Wir müssen das etwa so vergleichen, Sie ziehen bei Ihrer Stehlampe zu Hause den Stecker. Was passiert dann? Das Licht ist aus. Sie sind zwar noch zu Hause, aber das Licht brennt nicht mehr. So ähnlich ist es mit dem Unterbrechen Aktionspotenziale. Neurotoxische sind neurotoxisch, unterbrechen Aktionspotenziale, tragen zur Schädigung vaskulärer Endothelzellen bei. Auch Fusion von nebeneinander liegenden Zellen möglich, sind sehr fusionsfreudig, kann durch Membranfusion in jede Zelle eindringen. Protein. Das Spike-Protein hat eine Art, sich mit Membranen zu fusionieren. Membranen sind allerdings die Weiterleitungsorgane für alle unsere Empfindungen, für alle unsere Gedanken, für alle unsere Dinge, die wir in unserem Körper, in unserem Herzen, in unserem Gehirn bewegen. Nervenweiterleitung sind Aktionspotenziale. Und während Sie mir hier zuhören, da rattert das so richtig in Ihrem Kopf. Das ist ein elektrisches Feuerwerk, was stattfindet. Also nicht nur, weil Sie mir zuhören, weil Sie sagen, was trägt er für eine komische Brille und warum ist das T-Shirt so lang und ein bisschen abnehmen könnte auch. Nein, sondern es geht letztendlich darum. Sympathisch, der Mann, ne? Dass in Ihrem Gehirn unglaublich viel elektrische Potenziale verarbeitet werden, Verknüpfungen stattfinden. Und das Spike-Protein ist in der Lage, diese Aktionspotenziale zu stoppen. Und deshalb ist es so erschreckend, wirklich erschreckend, als mich jener vorhin schon zitierte Arne Burkhardt vor etwa 2, 3 Monaten anrief und sagte, Stefan, ich finde das Spike-Protein bei den Menschen im Gehirn. Das ist hart.
Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommt es dahin? Wir haben noch eine Blut-Hirn-Schranke, es wird doch aufgehalten eigentlich. Und da sagte er mir, nein, nicht in diesen Konzentrationen. Gänsehaut. Dieser Höhe der Konzentration, wie es bei diesen Menschen durch diese Gentherapie produziert worden ist. Ein tödlicher Cocktail. Das heißt, Spike-Proteine sind neurotoxisch und das N, das rote N, bitte ich einfach mal zu merken. Darauf komme ich nachher in der Gesamtschau noch einmal zurück. Natürlich soll diese Gentherapie das Immunsystem verändern. Das tut es auch, meine Damen und Herren. Nur leider nicht in die richtige Richtung. Und jetzt steige ich mit Ihnen gleich ein wenig in das Immunsystem ein. Schwieriges Thema. Bitte. Lass uns reingehen. Recherche läuft, mein Jutster. Passt vor den Studenten, ja, so umfassend. Und hier sehen Sie das I. Auch das I, dieser rote Buchstabe, bitte ich, sich einfach zu merken, neben dem N. Unser Immunsystem ist verantwortlich dafür, uns einfach sauber zu halten. Sauber zu halten vor Erregern, vor Krebszellen, vor schädlichen Substanzen. Ein schönes Beispiel. Während Sie hier atmen, das tun Sie ja alle, sonst würde ich ja hier nicht vor Ihnen reden können und ich ja auch, atmen Sie ganz viel Schadstoffe ein. Viren, Bakterien, Pilze. Also mancher Politiker wird jetzt Angst bekommen, ne? Weil null Covid, das geht tatsächlich nicht. Viren, Bakterien, Pilze, Sporen, all das. Und das kommt in Ihre Lunge hinein. Die Lunge dagegen ist bei Ihrem Altbau die Ecke im Badezimmer. Ist krass, was in der Luft so für viele verschiedene Partikel am Start sind, so, ne? Zimmer richtig hässlich. Und trotzdem wächst da ein Pilz. Die Lunge hat 37 Grad und ist immer schön feucht. Und hat auf der Oberfläche noch Substanzen, auf denen man wunderbar wachsen kann. Glucose, Surfactant, Lipide, also alles, was das Herz begehrt. Eine wunderbare Ecke, um sich dort anzusiedeln. Jetzt machen wir doch mal bei Ihnen, nee, machen wir nicht, tut weh. Hab's selber bei mir oft genug gemacht, eine Lungenspülung. Das heißt, Sie schlucken zwei kleine Schläuche. Durch den einen kriegen Sie sterile Flüssigkeit in die Lunge, durch den anderen saugen Sie es wieder ab. Boah. Wer hat das schon mal gemacht? Eins in den Chat. Ach du Scheiße. Lungenspüli-Vibes oder was? Wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, ne? Stellen wir fest, die Lungenoberfläche ist steril. Also selbst wenn Sie gerade in der Pause hier eine geraucht haben, die Lungenoberfläche ist immer noch steril. Obwohl Sie mit jedem Atemzug Viren, Bakterien, Pilze einatmen und ein Habitat hier vorliegt bei 37 Grad und Feuchtigkeit, das es alles eigentlich anwachsen müsste. Das ist, meine Damen und Herren, Ihr Immunsystem. Im Immunsystem, in der Lunge, da haben wir tatsächlich Zero-Covid. Ich möchte Ihnen ersparen. Da herrscht 1G, meine lieben Freunde. Dann würden wir hier noch sicher 5 Stunden stehen, was dort alles in diesem Immunsystem passiert. Deshalb diese Grafik, ganz schnell mal ein kleiner Ausschnitt aus Regelkreisen. Ja, dagegen ist so jeder Computer, den wir heutzutage kennen, Kinderspielzeug. Aber ich möchte darauf eingehen, was denn ganz im Besonderen diese mRNA-Gentherapie mit unserem Immunsystem macht. Da kann ich Ihnen einige Einigkeiten nicht ersparen. Die Absicht einer Impfung ist immer die Produktion von Antikörpern. Und das ist auch eigentlich der Kontrollmechanismus. Nur bei der Corona-Impfung hat das so seine Probleme, weil Corona über die Zeit der Evolution, über die Zeit seiner Entwicklung gelernt hat, einen Escape-Mechanismus, einen Abwehrmechanismus gegen unser Immunsystem zu entwickeln. Dieser Abwehrmechanismus heißt bindende Antikörper. Ganz kurz zur Funktion der Antikörper. Es ist wie dieses Y hier gezeichnet. Und Sie sehen, dass wir hier zwei Bindungsstellen haben, wo fremd erkannt wird. Also wo man hergeht und sagt, aha, hier, da ist was Fremdes, das gehört hier nicht her. Und hier unten ist sozusagen die Antenne. Für die Fachleute unter Ihnen das FC-Fragment. Und wenn das Ganze funktioniert, wenn das Ganze sozusagen erkennt und weitermeldet, nichts anderes machen übrigens Antikörper, dann sind das sogenannte neutralisierende Antikörper. Sie neutralisieren sozusagen ein Virus oder eine virusinfizierte Zelle, ein Antigen, ein Spike-Protein und geben diese Information entsprechend an das Immunsystem weiter nach dem Motto, hey, da ist was, wegschaffen. Jetzt haben wir aber auch bindende Antikörper in uns. Jetzt werden Sie sich fragen, mein Gott, warum haben wir die denn auch noch? Und diese bindenden Antikörper haben hier einen Block.
Das heißt, da oben wird Information erkannt, sie wird aber nicht mehr weitergeleitet. Das heißt, die Information geht nicht mehr weiter ins Immunsystem. Und diese bindenden Antikörper, das ist der Escape-Mechanismus, das ist übrigens nicht neu, ja? Das sind Informationen, die haben wir seit 2004 zu Corona-Infektionen. Diese bindenden Antikörper werden bevorzugt. Auch so eine Sache, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ich habe ja den Talk gemacht mit Dr. Wolfgang Wodak, dass es Coronaviren schon extrem lange gibt. Ne? Seit 2004, hat er ja eben gesagt, werden die Dinger erforscht, glaube ich. Oder was hat er genau gesagt? Zu Corona-Infektionen. Diese bindenden Antikörper, das ist der Escape-Mechanismus, das ist übrigens nicht neu. Ja? Das sind Informationen, die haben wir seit 2004 zu Corona-Infektionen. Diese bindenden Antikörper werden bevorzugt angesprochen von Corona-Infektionen, von Coronaviren. Das haben die herausgefunden. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte der Entwicklung oder Jahrmillionen Jahre der Entwicklung haben sie herausgefunden, dass wenn wir bindende Antikörper triggern, dann können wir der Immunantwort entgehen. Und das funktioniert auch. Wir würden hier nicht mehr sein, hier gar nicht mehr sitzen können, wenn wir nicht mehrere Immunantworten hätten. Und deshalb hat sich in unserem Körper eine andere Immunantwort entwickelt, eine natürliche Immunantwort. Das sind die sogenannten zytotoxischen T-Zellen. Das sind T-Lymphozyten. Boah, das sind Wörter, Alter. Sehr anspruchsvolles Video auf jeden Fall, ne, Chat? Zytotoxische T-Zellen. Die richtige Antwort auf Covid. Weniger als die Antikörper. Aber die sind tatsächlich in der Lage, Coronaviren, aber auch virusinfizierte Zellen zu erkennen und abzutöten. Zytotoxin, man. Das wäre der völlig normale Mechanismus. Was geschieht jetzt, meine Damen und Herren, wenn jetzt nun eine Gentherapie durchgeführt worden ist, der Körper ist umprogrammiert worden zur Produktion von bindenden Antikörpern bei Spike-Proteinen. Das können Sie sich ausrechnen. Dem Virus wird ein Vorschub geleistet. Die normale Immunantwort kommt deutlich später, viel zu spät teilweise. Deshalb werden diese Menschen dann auch tatsächlich krank. Sie werden auch schwer krank. Und das ist ein Begriff, den nennen wir Antibody-Dependent Enhancement. Die Verstärkung einer Infektion durch Antikörper. Das ist Corona-spezifisch. Das heißt, es sind infektionsverstärkende Antikörper, die gebildet worden sind durch die mRNA-Gentechnik, durch die mRNA-Applikation. Und damit ist unser Immunsystem deutlich fehlgeleitet worden. Dies, meine Damen und Herren, ist eine Arbeitshypothese. Also das antwortet anstatt unser Immunsystem. Und unsere Immunantworten kommen deutlich später als bei nicht-gentherapierten Menschen. Wahr? Es ist ein krasses Video. Ich will auch gar nicht zu viel dazu sagen. Einfach nur, man hört viel zu, ne? These, die wir erarbeitet haben. Der Serious Ken sagt gerade, natürlich wusste ich, was da abgeht, aber manches musste man halt über sich ergehen lassen, da die Mehrheit wie Bots alle mitmachen. Ja, Bro. Tut mir auch leid für die Leute, die, weißt du, einfach mitmachen mussten quasi so. Beziehungsweise sich gefühlt haben, als ob sie mitmachen müssen. Meiner Meinung nach muss man gar nichts außer sterben. Aber es war natürlich ein Riesendruck auf dem Kessel. Und so. Ich würde sagen, das war nicht einfach. Könnte der Grund sein, weshalb dann, wenn eine normale Infektion dann wieder stattfindet, nach dieser Gentherapie, die Menschen erkranken, zum Teil schwerer erkranken, als wenn sie diese Gentherapie nicht gemacht hätten. ADE übrigens das erste Mal beschrieben worden 2014. Also die Menschen, die diese mRNA-Technologie nun auf den Markt werfen, hätten das wissen müssen. Hätten wissen müssen oder haben gewusst und drauf geschissen? Nur können, sondern müssen. Dieser verstärkende Effekt ist mehr als bekannt. Das waren die immunologischen Faktoren. Ich habe Ihnen über Neurologie etwas erzählt, über die Immunologie. Ist halt auch so krass. Ich kann mich erinnern, dass es ein paar Wissenschaftler, Biologen gab, die so eine Geschichten erzählt haben, aber wenn dann die ganzen Medien und die ganze Welt und dein ganzes Umfeld und jeder, fast gefühlt jeder Mensch dir sagt, dass du das machen musst, weil sonst bist du ein schlechter Mensch, so, dann geht ein riesen Kampf in dir selber auch ab und dann fängst du selber an zu zweifeln. So.
Wem soll ich jetzt glauben? Dem Politiker, der keine Ahnung hat von Biologie oder von Impfungen? Oder dem Biologen, der sich da gerade hinsetzt und uns davor warnt, so, weißt du? Das ist so, weil der ist ja auch, der wurde ja dann auch als Verschwörungstheoretiker hingestellt, so derjenige, der das gemacht hat, weißt du? Deswegen, das war so richtig verwirrend auch zu der Zeit. Infowars. Und nun kommen wir zu dem P, das rote P, das sind psychische Faktoren, die eine Rolle spielen. Jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, kennt Menschen in Ihrem Umfeld, wo Sie sagen, komisch, diese Injektion hat die Menschen verändert. Weniger Empathie oder größere Angst, ein anderes Auftreten. Okay, das ist jetzt krass, Bro. Ich habe von einem, ich kenne nicht viele Geimpfte so, aber ich habe von einem Hotelmitarbeiter, den ich damals getroffen habe, wo ich in Frankfurt im Hotel war, konnte ich mich gerade so reinsneaken mit einem genesenen Schein, so, und der hat gesagt, ich musste mich impfen lassen. Es war ein Flüchtling, der ist gerade nach Deutschland gekommen und hat halt einen Job gekriegt im Hotel, und der hat gesagt, ich musste mich halt impfen lassen, sonst hätte ich hier nicht mehr weiterarbeiten können und dann hätte ich hier in Deutschland nicht mehr überlebt quasi. Und der hat zu mir gesagt, dass er sich seit der Impfung halt scheiße fühlt. Der sah, war auch voll blass und so. Also gab es einige, die halt sich komisch gefühlt haben nach der Impfung. Habe ich mir jetzt nicht viel bei gedacht. Ich habe mir eigentlich immer nur gedacht, so, ey, ich werde es auf keinen Fall machen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich brauche es so. Das, was er jetzt sagt, ist wild. Das hängt nicht pharmakologisch, meine Damen und Herren, mit dieser Impfung zusammen, sondern das hängt damit zusammen, dass die Menschen merken, wenn sie sich haben mit mRNA injizieren lassen, aus welchen Gründen auch immer, um nach Mallorca zu fliegen, um nicht mehr ständig geprüft zu werden, um essen gehen zu können. Das waren ja die Gründe, weshalb sich Menschen haben gentherapieren lassen, dass sie merken, diese mRNA-Injektion war ja wirkungslos. In meinem Umfeld erkranken ständig Menschen, die sich haben zwei, drei oder wie... Okay, also es liegt nicht an der Impfung, sondern am Drumherum. Doch immer mal diesem Impfarbeit. Wobei ich sagen muss, dass die Ungeimpften genauso psychisch auf jeden Fall zu kämpfen hatten, weil sie nicht mehr sozial leben durften, nicht mehr an den Sachen teilnehmen durften, ausgegrenzt wurden, diskriminiert wurden, auch sehr viele Spuren hinterlassen. Ich glaube, jeder hat durch diese Zeit Spuren, also das hat bei jedem Menschen irgendwo Spuren hinterlassen, diese Zeit. Vor allen Dingen bei der neuen Generation, die damit aufgewachsen ist. Ergeben haben. Das ist ein Abonnement, was sie abgeschlossen haben. Und trotzdem werde ich krank. Ich höre in den Medien ständig jetzt mittlerweile von Nebenwirkungen. Ich höre von meinen Freunden, ich höre von den Bekannten von Myokarditis, ich höre von Thrombosen, die entstehen. Auch dafür haben wir eine Begründung, wie diese entstehen können, oder eine Arbeitshypothese, wie diese entstehen können. Wir bekommen mit, dass es den Menschen gar nicht gut geht. Wir können in der Zeitung lesen, dass wir hohe Krankenstände haben bei den Menschen, die sich haben gentherapieren lassen. Das macht Angst. Das löst letztendlich etwas aus wie eine negative Emotion bis hin zu chronischem Stress. Das heißt, die Menschen, die sich haben freikaufen wollten, haben sich gar nicht freigekauft. Sie fragen die Heilpraktiker und die Ärzte, wie werde ich das Zeug wieder los? Kriege ich das wieder raus? Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, nein, Sie kriegen es nicht raus. Es bleibt drin. Und es wird abgelesen über einen ganz, ganz langen Zeitraum, dessen Länge wir nicht kennen. Auf der anderen Seite müssen wir eben halt auch sehen, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Ihre Nerven sind geschädigt, ihr Immunsystem dysreguliert. Was kann ich denn für die Stärkung meiner Psyche tun? Auch das sind Fragen, die auftreten. Wie kann ich diesen chronischen Stress, den ich erzeugt habe, wie kann ich den wieder loswerden? Schuldzuweisung dem Arzt gegenüber wäre eine Lösung, aber es bringt mich ja nicht weiter. Ich bleibe ja verändert, genetisch verändert. Das führt dann zu dem, meine Damen und Herren, wo Sie sagen, ja, die haben sich verändert, ne? Die sind anders geworden, nervöser, gereizter, ängstlicher, bis hin zu Burnout, bis hin zu Depressionen. Und das ist, meine Damen und Herren, nicht zu unterschätzen. Und das sind die Punkte, die uns, ja, eingehandelt wurden von der Swissmedic. Es sind zugelassene Covid-19-Impfstoffe, für die ganz früh gesagt wurde, sie bieten Fremdschutz. Sie erinnern sich vielleicht noch einmal, sterile Immunität. Sterile Immunität heißt die Unterbrechung einer Infektionskette. Schwachsinn halt, ne? Das heißt, sie werden angesteckt.
Das heißt, sie bekommen das Coronavirus, sie vermehren es aber nicht mehr? Komplett hinters Licht geführt. Eigentlich gleiche wie bei der Schweinegrippe, nur dass sie es halt dieses Mal durchgezogen haben, damals nicht durchziehen konnten. Und sie können es keinem anderen Menschen mehr weitergeben. Dass dieser Irrtum, so würden Politiker sagen, oder ich sage Lüge, aufgedeckt wurde, ist mittlerweile, glaube ich, sonnenklar und niemand im Saal wird mir widersprechen, dass wir keinen Fremdschutz mehr haben bei dieser Art von Gentherapie. Und alleine mit dieser Feststellung könnte ich meinen Vortrag jetzt beenden und sagen, damit hat das Zeug ihren Zweck absolut nicht erfüllt. So, ich weiß nicht. Jede Impfung ist dazu da, Infektionsketten zu unterbrechen. Polio-Impfung ist dazu da, dass eben keine Menschen mehr an Polio erkranken und Kinderlähmung bekommen, obwohl es da in der Nähe noch einen gab, der das hatte. Meine Damen und Herren, wenn wir feststellen, dass diese Infektionskette nicht unterbrochen wird, dann ist die Hauptaufgabe dieser Substanz verfehlt. Dann erfüllt sie keinen Zweck mehr. Aber es geht noch weiter. Nachdem dann diese Lüge aufgedeckt worden war, und das können sich alle daran erinnern, heißt es, naja, dann haben wir nicht so schwere Verläufe. Ich schwöre, ich glaube, genau das wollte ich sagen. Ja, aber dann habe ich nicht so schwere Verläufe. Die Daten aus UK, und meine Damen und Herren, ich war noch nie so froh, dass wir einen Brexit hatten. Ja? Die Daten aus UK, die werden eben nicht von der EU und von der EU-Administration gesteuert und kontrolliert, sondern kommen frei nach außen. Und aus UK, aus Großbritannien, erreichen uns immer wieder Daten. Zum Beispiel in den letzten 4 bis 8 Wochen wurden 80 Patienten in Großbritannien auf die Intensivstation verbracht, weil sie, entweder mit oder ohne Corona, auf jeden Fall, weil sie Corona erkrankt waren. Das wurde jedenfalls so festgestellt. Von diesen 80 waren 78 dreimal geimpft. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ne? So. Sehr guter Vortrag. Eins in den Chat, wenn ihr den auch feiert, den Vortrag. Einige Diskussionen hier am Start sehe ich auch gerade. Leute wieder wild am Diskutieren. Aber nicht unter der Gürtellinie, hoffe ich, oder? Ich finde es sehr gut, wenn ihr euch miteinander austauscht. Das zum Thema schwere Verläufe. Und wenn Sie sich das in den Gedanken zurückrufen, was ich gerade eben zu ADE gesagt habe, zur Missleitung, zur Fehlleitung des Immunsystems, dann macht das sogar auch Sinn, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, diese mRNA-Impfstoffe, meine Damen und Herren, Impfstoffe in Anführungsstrichen geschrieben, sind weder wirksam, sie sind unwirksam, sie schaden aber gesunden Menschen durch erhebliche Nebenwirkungen. Und das ist eigentlich etwas, was wir in der ganzen Geschichte der Medizin bisher so noch nicht erlebt haben. Das ist bedrückend. Das sind Aussagen, die der Cousin raushaut, die sind hart. Das ist düster, das ist finster. Wenn Sie die drei Buchstaben, die ich Ihnen gerade eben genannt habe, I, N und P in die richtige Reihenfolge, also in meine Reihenfolge setzen, dann sehen Sie dort das Wort PNI, Psychoneuroimmunologie. Ganz interessant, mit dem Thema beschäftige ich mich seit über 20 Jahren. Mir war es gar nicht bewusst, meine Damen und Herren, dass es jetzt so aktuell ist. Ich habe das erst wieder neu lernen müssen. PNI verbindet oder stellt eine Balance her zwischen Körper, Geist und Seele. Und genau diese drei Punkte, und das ist das Perfide an diesem Plan, diese drei Punkte werden gestört. Körper, Geist, Seele, Psycho. Das ist genau das, was wir brauchen, um Mensch zu sein. Körper, Geist und Seele, das haben wir auch schon immer gesagt im Fitnessbereich. Sport machen, damit man Körper, Geist und Seele in Einklang bekommt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für ein Lebewesen, seinen Körper, seinen Geist und seine Seele in Einklang zu bekommen. Neuro- oder Nervensystem und Immunsystem. Und wir wissen eben, dass diese drei sehr, sehr nah miteinander verbunden sind. Über Hormone, über Endokrinologie, über Soziologie, über Ernährung. Darüber gibt es einen ganz engen Bezug dazu, wie da eine Steuerung stattfindet. Und PNI, ja, ist eine moderne Wissenschaft, die einer ganz alten Forderung, ich glaube, die gibt es aber auch nicht mehr, einer ganz alten Forderung der WHO entspricht. Die Forderung der WHO oder der Ausspruch der WHO, ich zitiere ihn kurz, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen, sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit. Das heißt, uns muss es gut gehen, dann sind wir gesund, das Fehlen von Krankheit alleine reicht nicht. Das heißt, ein Zusammenspiel eben dieser drei Systeme, und darüber lässt sich sehr, sehr viel erklären, was Daniel Beutler vorhin beschrieben hat,
Zusammenspiel dieser drei Systeme und eine Störung dieser drei Systeme führt dann tatsächlich zu diesen Nebenwirkungen, zu dieser Zerstörung dieses komplexen Systems aus Psyche, aus Nervensystem, Immunsystem und Hormonsystem, denn die Informationsflüsse zwischen diesen dreien sind unglaublich groß. Was können wir machen? Ich hatte Ihnen doch vorhin versprochen, ich mache jetzt so düstere Geschichten. Das ist auch mein letztes Slide. Was können wir denn jetzt tun, meine Damen und Herren? Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Wie kommen wir aus dieser Geschichte raus, die uns eingebrockt worden ist, von einer kleinen Clique von Menschen, die gottähnlich sein wollen? Schwester. Denn das Verändern der Gene, das Auflösen unserer sozialen ganz vorne dabei unser Lieblingsschwabe, der Klaus. Touren, das Spalten der Familie, das ist gottlos. Oder es ist Gott vorbehalten. Aber es ist nichts, was die Menschen tun dürfen. Ich feiere den Typen, Digga. Stefan, komm auf Twitch, wir müssen reden. Wir können untereinander wieder beginnen, gesprächsbereit zu sein, mentale Unterstützung zu leisten. Meine drei Begriffe, von denen ich immer lebe, Ruhe, Kraft und Stärke zu finden. Meditation, meine lieben Freunde. Guckt euch das letzte Video auf meinem zweiten Kanal an, Dr. Joe Dispenza. Diese Geschichten, ganz, ganz wichtig in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. In die Ruhe reinkommen, in den Seelenfrieden reinkommen. Sich nicht von dem ganzen Scheiß zu krass auseinandernehmen zu lassen im Kopf. Entspannend zu sein, angstlösend, Menschlichkeit und Seelsorge. Aber was können wir denn? Liebe, Digi, Liebe, wichtig. Wirklich tun. Wo ist denn die Wurzel des Übels, meine Damen und Herren? Das ist heute den ganzen Abend immer wieder angesprochen worden. Max hat es sogar ganz zu Anfang gesagt, wir wollen hier keine Angst verbreiten. Ich habe das gerade gemacht. Warum habe ich das getan? Um Ihnen jetzt den Ausweg zu zeigen. Wachrütteln. Manche Menschen muss man halt auch ein bisschen wachrütteln. Der Ausweg ist denkbar einfach und gar nicht kompliziert. Die Angst, meine Damen und Herren, das ist das kalte Buffet dieser Menschen, ob sie jetzt in Davos beraten oder sonst wo sitzen. Ja, er. Flipstar 12 fühle ich, man braucht schon Eier, so Klartext zu reden in dieser Zeit. Ja, traurig, sagt der Claro gerade, Ayo. 100 Pro. 2020 war es noch schwieriger. Gab ja da schon Leute, die versucht haben, euch zu erzählen, dass hier Scheiße läuft. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich war einer davon. Ist jetzt. Die diese Kraft über uns haben möchten. Es ist ihr Essen, es ist ihre ständige Nahrung. Und wenn wir keine Angst mehr haben, dann haben die auch nichts mehr zu essen. Dann werden die vielleicht nochmal kurzfristig aggressiv, aber sie werden immer schwächer. Und für diese Geschichte, keine Angst mehr zu haben, gibt es zwei wunderbare Story. Komm, sag Meditation und beten, Junge. Ich küsse dein Herz. Irgendwas in die Richtung muss kommen jetzt. Ich erzähle sie mir immer in meiner eigenen Sprache und ich erlaube sie mir heute, Ihnen auch zu erzählen. Nein, ich erzähle Ihnen nur eine, die zweite nur auf Verlangen. Es sind Geschichten aus einem Buch, welches bei mir in den vergangenen Jahren mit einem wunderschönen Rücken übrigens, ja, ganz toll, so Lederrücken, immer im Schrank stand. Ich fasse es aber nicht an. Ich habe es nicht angefasst. Ich habe es nicht benutzt, ich habe nicht darin gelesen. Ich bin erst in der Zeit, als ich hier in die Schweiz kam, mit verwirrenden und schlimmen Umständen, bin ich auf dieses Buch gestoßen, notgedrungen. Ich lebte in Wohnungen, in Häusern. Fremde Menschen haben mich aufgenommen, haben mir Zuflucht gegeben zu Anfang. Und in diesen Wohnungen gab es kein Handy, da gab es kein Telefon, da gab es kein Fernsehen, kein Radio, gar nichts. Ja? Da gab es nicht mal Zeitschriften, meine Damen und Herren. Da gab es immer nur ein einziges Buch. Bibel. Und gezwungenermaßen habe ich in diesem Buch dann angefangen zu lesen. Das Buch heißt Bibel. Und ich habe darin ganz viele Stellen gefunden, sei es in den Psalmen, sei es in anderen Geschichten, sei es im Alten, sei es im Neuen Testament. Ich habe da nie richtig drin gelesen. Ich bin immer mit dem Finger so reingegangen und habe dann einfach so aufgeschlagen. In diesem Buch habe ich unglaublich viel gefunden. Und eine dieser beiden Geschichten, die mich so fasziniert haben, die möchte ich Ihnen heute Abend erzählen und Ihnen mit auf den Weg geben.
See Genezareth. Der See ist groß. Ich war da mal. Sie sehen von der einen Seite nicht das andere Seite des Ufers. Und da kann es schlimme Stürme geben. Mit hohen Wellen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, mit den Wellen, die immer in die Boote schlagen. Und auf diesem See war Petrus unterwegs. Petrus, nach meiner Einschätzung, ein mutiger Mann. Aber auch ein Stück weit frech. Ja, der hat dann auch irgendwann mal gesagt, Herr, ich werde dich nicht verraten. Zack, 3 Minuten später, ne? 3-mal. Also so ein bisschen frech war er schon, aber er war mutig. Und da saß er mit seinen 5, 6 weiteren Kollegen, es waren alle Fischer, nein, die konnten nicht schwimmen damals, saßen in diesem Boot. Da bin ich noch nicht angekommen. Ich bin immer noch im Alten Testament unterwegs. Danach ist der Koran dran, ja? Dann sind über See Genezareth gerudert und sie sahen eine Welle nach der anderen auf sich zurollen. Ja, eine Welle nach der anderen auf sich zurollen. Und vorne ist es angekommen, gut. Und sie hatten Angst, meine Damen und Herren. Sie hatten richtig Angst, sie hatten Todesangst. Sie konnten nicht schwimmen, sie glaubten, das Boot geht unter, sie mussten schaufeln, das Boot lief voll. Und sie sagten, doch, wir sitzen doch in einem Boot, wir müssen uns hier gegenseitig helfen. Ja, wir haben uns geholfen, wir haben geschaufelt, aber die Wellen waren stärker. Und in dem Moment, wo das Boot droht unterzugehen, wo diese eigentlich mutigen Männer ganz genau wissen, das ist jetzt das Ende unseres Lebens, wir können nicht schwimmen, ans Ufer kommen wir gar nicht mehr, der See ist viel zu groß, erscheint Jesus auf der Bühne. Und er geht übers Wasser. Und Petrus sieht ihn und sagt, Herr, was machst du denn hier? Und Jesus sagt etwas, das muss wie der blanke Hohn in den Ohren dieser Menschen geklungen haben. Fürchtet euch nicht. Petrus ist der Kamm geschwollen. Der hat gesagt, ja, du hast gut reden, ne? Du bist ja Gott. Du wanderst hier übers Wasser, gar kein Problem. Und dann sagst du mir auch noch, wo ich bis zum Hals hier drin stecke. Fürchtet euch nicht. Na toll, danke für den Ratschlag. Ist Ihnen das im Leben auch schon mal passiert? Er hat sich wirklich richtig aufgeregt. Kann ich mir vorstellen. Wir schippen hier wie blöd. Ja, du gehst übers Wasser. Du bist ja auch Gott. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Jesus eben nicht nur Gott war, sondern auch Mensch. Und in dieser einen Szene hat er sich dort tatsächlich provozieren lassen. Gott hätte sich nicht provozieren lassen. Ein Mensch lässt sich provozieren durch diesen Ausbruch von Petrus und sagt, okay, sei kein Feigling, steig aus. Schau mir in die Augen, hab Vertrauen. Schau nicht auf die Welle. Schau mich an und steig aus. Und Petrus war klar, also der kannte zwar keinen Newton, ne? Aber Petrus war klar, wenn ich da aussteige, plutsch, bin ich weg. Völlig klar. Er hat es trotzdem gemacht, meine Damen und Herren. Obwohl er wusste, das Wasser kann ihn nicht tragen. Was bedeutet das? Das ist nicht nur Mut, das ist eine Menge Vertrauen. Vertrauen, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Menge Gottvertrauen, fehlende Furcht. Nein, ich habe jetzt keine Angst mehr, unterzugehen, ich probiere es. Und er steigt aus und er geht 2, 3 Schritte übers Wasser und was sieht er aus dem Augenwinkel? Die nächste Welle auf ihn zu rennen. Und die ganzen Leute, die da sitzen und sagen, oh, Vorsicht, die Welle kommt, es wird wieder gefährlich, du gehst unter. Und er bekommt Angst. Und was passiert? Er versinkt. Jetzt kommt der wunderbare Teil dieser Geschichte. Jesus streckt ihm die Hand hin und sagt, hey, Petrus, was habe ich dir gesagt? Fürchte dich nicht. Schau nicht auf die Gefahr. Schau nicht auf die Welle. Schau nicht auf das, was da auf dich zurollt. Halt dich mal an mich. Hab Gottvertrauen. Wann, meine Damen und Herren, haben Sie das letzte Mal das Wort Gottvertrauen in Nachrichten in den letzten 2 Jahren gehört? Ich nicht. Und Petrus konnte wieder übers Wasser gehen. Ich spinne die Geschichte weiter. Die sind nachher alle ausgestiegen. Das Boot ist versunken. Die haben gemütlichen Spaziergang gemacht über den See Genezareth. Vertrauen, Bro. Glaube, Vertrauen, Geduld, Bro. Ich weiß dir. Was will ich Ihnen damit sagen? Wo ist der Ausweg? In dir drin quasi. Ausweg ist... Vertraue denn, man. Meine Damen und Herren, Sie gehen heute nach Hause und haben ab sofort keine Angst mehr. Sie haben keine Angst mehr. Nicht vor den großen Dingen dieser Welt. Nein, Sie haben keine Angst mehr vor dem Bußgeld. Sie haben keine Angst mehr davor, ausgeschlossen zu werden. Sie haben keine Angst mehr davor, dass irgendjemand ankommt und sagt, Maske! Sie haben keine Angst mehr davor, dass man Sie beschimpft oder beleidigt oder ausschließt, falls Sie nicht geimpft sind.
Sie haben keine Angst mehr davor, mit anderen Menschen in Diskussion zu gehen, weil sie vielleicht denken, oh Gott. Schwester, umso mehr du es schaffst, deine Angst loszuwerden, umso mehr merkst du, wie Angst unnötig ist und wie krass dein Leben eigentlich sein kann, wenn du ohne Angst lebst. So. War auch einer noch vor kurzem, der von sehr vielen Ängsten immer geprägt war und sich immer von Dingen auch abhalten lassen hat, weil er Angst hat oder weil es ungewiss ist und weil man es nicht voraussehen kann und solche Sachen. Sobald du aufhörst, immer Angst zu haben, sondern einfach zu machen und zu vertrauen, umso besser wird dein Leben laufen, umso mehr geile Sachen passieren auf einmal. Auf einmal kriegst du Segen geschenkt, jo. Was soll der dann von mir denken? Sie haben keine Angst mehr, Fragen zu stellen. Warum ist die Impfung sicher? Fragen Sie. Legen Sie los. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das schöne Erlebnis, was ich hatte in dem Zusammenhang, war letztens im Toggenburger Land. Das Toggenburger Land ist was ganz Besonderes. Und die Toggenburger sind auch besonders. Die Toggos oder was? Sie würden sagen, speziell. Kam noch vor einem Vortrag ein älterer Herr auf mich zu und sagte: Togo war doch so ein Ding, oder? Super RTL, oder was war das nochmal, Togos? Was war denn nochmal, Togos, oder waren das diese kleinen Figuren? Herr Hockerts, ich kenne Sie. Und ich sage, oh, nee, ich Sie nicht. Ja, von YouTube. Da sage ich, okay, ist einseitig. Und dann sagte er einen ganz wichtigen Satz: Herr Hockerts, ich kann übers Wasser gehen. Was wollte er damit sagen, mit mir sagen? Ich habe keine Angst mehr. Ich biete diesen Leuten, die mir schaden wollen, kein Essen mehr an. Es kostet Überwindung, es auch weiterzugeben, meine Damen. Sehr, sehr starke Message hinten raus, Freunde. Ja, ich küsse doch sein Herz. Einmal Herzen in den Chat, Freunde. Hier, was ist los? Seid ihr noch da? Wer ist da? Und Herren, und damit möchte ich Sie heute nach Hause schicken. Vielleicht noch eine kleine Fragerunde zu machen. Keine Frage. Aber damit möchte ich Sie heute nach Hause schicken. Fürchtet euch nicht, kommt gut nach Hause. Dankeschön. Als ob man live dabei gewesen ist, wa? Sehr, sehr stark. Professor Dr. Stefan Hockerts wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein cooler Gast auch. Mit dem mal zu quatschen, oder, Freunde? Was sagt ihr dazu? Momo, da sagst du was. Und jetzt zieht euch rein, was InScope und Co. alles für Sheeps sind. Wir sagen, ey, die Impfung ist nicht getestet, das möchte ich mir nicht reinballern. Und die InScope-Sheeps, alle let's go. Einfach anderes Mindset. Ist hart. Dass die Influencer sich tatsächlich dahingestellt haben und das Ding einfach so promotet haben, als ob selbstverständlich ist und junge Leute dazu getrieben haben, sich den Scheiß reinzujagen und sich nicht ansatzweise noch nur in einer Sekunde dafür entschuldigt haben, ist für mich auch ein Wunder. Aber man darf nicht von sich selbst auf andere schließen. Manche Menschen sind halt so, manche Menschen sind so. Ne? Und mit der Zeit zeigt sich halt immer, wer ist real? Wer ist echt, wer ist ehrlich? Wer versucht wirklich was Gutes zu tun? Und wer will einfach nur Geld machen?